Mist. Ja, ich bin mit dem... Nee, nicht wieder. Ich bin mit dem Bogen noch zu langsam. Oh ja, hoch ist gut. Komme ich da irgendwo? Nee. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Oh, Mist. Mann. Ah, ich muss hier weg. Hey. Also Bogen ist... ist viel zu langsam. Ja, lauf doch mal schneller, du wirst verfolgt. Mann, da schleicht die so da raus. Kann ich dich nicht... Ah. Mann. Okay. Pfui. Ich muss vielleicht mehr Risiko machen mit den Bögen. Schauen wir uns die Höhle mal genauer an. Was haben denn die lieben Wölflein so versteckt? Ich finde alles. Komm, zeig's mir. Das blinkt und blinkt. Boah. Na, nimm den noch auch, komm. Danke. Ein Schätzchen. Meisterklinge. Oh, ich glaube, ich müsste mal wieder meine Waffen nachschauen. Was haben wir denn hier, Mr. Wolf? Weiches Leder. Irgendwo hat es noch Bling gemacht. Da oben kann ich das auch einsammeln. Oh ja. Und da auch. Ich bin ja richtig... ein Bergmann. Ja, da ist ja noch mehr. Na los, nimm schon. Nee, du sollst nur loslassen, genau. Ah, das tat ein bisschen weh, aber... wat mut, dat mut. Ja, hier oben. Gar nicht übel. War's das jetzt? Es klickt immer noch, es blinkt immer noch. Naja, das finde ich jetzt wahrscheinlich... Oh, mein Pfeil, nicht mehr so schnell. Ja, da kannst du schon mal ein bisschen atmen. Hast du gut gemacht, meine Liebe. Liebe Cassandra. Zeig mal her. Okay, dann... der Hai für die Überfahrt. Gucken wir uns den Hai mal an. Nee, erst gucken wir uns mal unser Inventar an. Na, wenn wir schon so viel einsammeln, dann müssen wir doch auch was. Ja, wir sind Level 4. Oh, Level 5. Ah ja. Das bringt's nicht. Detaillierte Werte, B zurück. Und hier? 8, 5 Attentat, 5 Kriegskritischer und 2 Jäger. Naja, naja, naja. Zerlegen oder... es leuchtet immer noch. Ah, hier. Schwerter und Dolche. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich beides automatisch angelegt? Schurkendolch. 43 und der hier macht 14. Heidewitzka. 43. Plus 4% Jägerschaden.
plus 4% Attentatsschaden. Jägerschaden und Kriegerschaden. Ich mach mal den Jägerschaden. Und das Schwert. Ach so. Ich kann entweder mit Dolch kämpfen oder mit Schwert. Ich will mal sehen. Ausrüstung. Ja, ich war doch gerade da. Mann. Ich habe immer noch welche, die besser ist. Das ist schon klar, aber ich bin noch nicht Level sowieso. Mensch, musst du doch mal ein Einsehen haben. Nicht wahr? Das solltest du doch einsehen. Halt, du möchtest mit mir reden? Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ich habe vor gar nichts Angst. Ich habe vor nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich verstehe euch. Ich könnte sie selbst behalten. Wenn sie so kostbar ist, warum sollte ich sie nicht einfach selbst behalten? Eine gute Tat? Eine Geste guten Willens? Um uns aus diesem Gemüsealbtraum heraus zu helfen? Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Das klingt gut, ja. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Kranie im Süden. Wem gehört denn die Kette? Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Also gerade hat sie gesagt, wir wissen, wie das geendet ist. Ich glaube, besser wäre gewesen, wir wissen, wie das geendet hat, oder? Man weiß es nicht. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Naja, dann gehe ich jetzt mal. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Quatsch, Gemüse ist doch gut. Dann verfolgen wir das mal. 1006. Nee, das verfolgen wir doch nicht. Das Quest verfolgen wir doch nicht. Das ist zu weit weg. Wir machen mal hier die Odyssee-Quest weiter. Na, wir müssen mal zu Markos wieder. Aber zuvor schauen wir uns die Karte an. Was haben wir denn hier? Die Baumstamm-Schiffswerft, die haben wir erledigt. Das Holzfällerlager haben wir auch erledigt. Ach ja. Mensch, wir müssen ja mal den Aussichtsturm entdecken. Das wollten wir doch gleich zu Anfang machen, aber das Spiel verleitet einen dazu, immer ganz viele Sachen gleichzeitig machen zu wollen. Naja. Hoch mit dir. Na los, komm. Ganz da hoch muss ich. Warte mal ein, was machen wir mal noch? Hauptmenü. Ich mach mal
Audio nochmal. Ja, es ist schwierig mit dem Audio. Machen mal die Effekte auf 30. Effekte, das ist sowas wie Wind und Regen und sowas. Beim Kampf ist es halt schwierig, da wird es immer lauter. Aber... Ey, Jungs... Oh, der Dolch gefällt mir. Oh ja, der Dolch gefällt mir gut. Ja, der Dolch gefällt mir sehr gut. Na jetzt, kein Wunder, dass ich vorhin keinen Schaden gemacht habe. Mann. Mich schon gewundert. Boah. Guck dir das Ding an. Also, ich meine jetzt ja nicht das Ding, sondern... Ich meine, wir gucken uns das Ding natürlich trotzdem an, ne? Boah. Na, Junge? Wo zeigst du denn hin? Auf das Meer. Na, dann gucken wir uns mal die Sache an. Aus der Nähe. Schauen wir uns die Sache mal aus der Nähe an. Hoch mit dir. Was? Ich sollte da besser nicht draufklettern. Was? Nicht? Zeig mal. Also wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Ne? Hättest du das mal nicht gesagt. Zeus Blitz. Wir klettern mal auf den Zeus. Ja, aber ich glaube, der Aussichtspunkt ist... Ja, der ist da... Boah. Da oben ist der, genau. Das ist so cool. Los, hoch mit dir. Meine Gutste. Boah. Na los, noch ein Stück. Ich hab Angst. Synchronisieren. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Wir sitzen auf dem Blitz. Synchronisieren. Wenn du einen Aussichtspunkt synchronisierst, kannst du per Schnellreise dorthin reisen. Du verbesserst damit auch Ikarus' Fähigkeiten. Ja, das ist gut. Und das ist auch sehr gut. Wusch. Also Ikarus, was hast du denn so für Fähigkeiten dazugelernt? Gar keine. Ja, das Weingut. Das Weingut. Ja. Und wie tut's weh? Oh, es tut gar nicht so weh. Und bei dem Weingut war noch... Ah, vielleicht findet Ikarus jetzt ja das Rätsel. Dadurch, dass ich... jetzt den Aussichtspunkt synchronisiert habe. Wäre es möglich, dass wir jetzt das Rätsel finden? Wo sind wir denn hier? Hier haben wir schon alles eingesammelt. Also die Assassin's Creed-Reihe, die ist schon einen Blick wert. So. Dorf Kausos. Das Ostrakon-Rätsel. War da was? Was ist denn da? Gucken wir mal, was da ist. Und da ist ein Quest, natürlich. Was haben wir denn hier entdeckt? Ach, die Tiere. Die Drogarati-Tropfsteinhöhle. Was machst du denn hier? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben, die Götter. Das klingt nicht gut. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle?
Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Die Götter? Na, aber klar höre ich mir die Götter an. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Na, gut zu wissen. Hungrige Götter. Dann untersuchen wir mal die Höhle. Vielleicht finden wir dort das Rätsel auch. Was haben wir denn hier? Eisen? Da hat es wieder Pling gemacht. Ja, wenn ich Licht brauche, dann nehme ich mir eine Fackel. Ich weiß. Okay, dann machen wir das mal. Boah, voll die Eisenbrocken. Welche Brocken. Na, nimm schon. Komm, Eisen ist wichtig. Oh, da hängt das Eisen an der Wand. Na, nimm schon, komm. Noch mehr? Nein. Obsidianglas war da auch. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen viel Rüstung leveln. So viel Eisen und Zeug, wie es hier gibt. Ja. Stehle ich wieder, oder was? Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Okay. Naja, wenn das Zeug hier schon liegt. Die guten Sachen. Nicht wahr? Was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Na, wieso denn vielleicht? Hier ist doch einer. Zwäng dich mal hindurch. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Was? Wieso willst denn du nicht kämpfen? Was ist denn da los? Klar willst du kämpfen. Ah, das hat er nicht entdeckt hier hinter der Wand. Oh, da oben auch. Du kannst ja einsammeln ohne Ende. Was ist denn hier los? Oh, überall, alles voll. Boah, Headshot. Nein, du solltest das nicht nehmen. Hallo, einmal so? Ja, danke. Und kostbare Edelsteine. Hier oben war auch irgendwo was. Bling, bling. Da oben ist auch noch was. Ah, ist wenig schwierig ranzukommen, ja. Genau, hier. Komm. Was so weit oben ist. Eisenbrocken. Okay, wir machen mal wieder ein bisschen Licht. Hier war irgendwo noch was. Oh, hier ist ja überall. Also, entweder wir brauchen echt so viel Sachen.
Okay, Waffe wechseln wäre vielleicht mal angebracht, oder? Wobei, nee. Das geht auch so ganz gut. Mein Todestag? Na Jungs. Wie kann ich das löschen? Ja. Wir machen einfach so weiter. Das fetzt. Wir haben so Angst vor Feuer, das fetzt total. Ey, ist er wieder aufgewacht? Nee, das ist ein neuer, hä? Boah. Aber ich glaube, mein Dolch macht mehr Schaden. Ich hau erstmal hier ein bisschen ab. Ja, mein Dolch macht ein bisschen mehr Schaden. Aua! So. Natürlich, Hui. Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Söldner Brustplatte. Boah. Nee, nicht aufheben. Weitersuchen. Wieder ein bisschen Licht machen. Was denn? Ihr habt sonst gar nichts. Das kann doch nicht sein. Ja, genau. Sind da noch mehr? Es leuchtet blau. Questgegenstände und ein Söldnergürtel. Die Drogarati-Tropfsteinhöhle. Gibt's da hinten irgendwas? Nicht. Aber hier ist da noch mehr. Ich hab dich gesehen. Macht der eigentlich im Radius oder im Durchmesser? Oder? Na komm, da oben ist bestimmt irgendwas. Ich sehe es nur nicht. Siehste? Ah, da hinten, siehste? Das ist ja richtig clever gemacht. Das scheint nicht durch die Felsen durch. Wenn es hinter den Felsen ist, siehst du das nicht. Ah, ist schon clever. Da drüben. Apropos, gibt's eigentlich eine Statistik? Gibt's irgendwo sowas wie eine Statistik? Gucken wir erstmal im Inventar. Wir sind immer noch Level 4. Das nützt uns noch nichts. Hier haben wir was. 20. Und wir haben 13. 5 Attentat. 1% Chance auf kritischen Treffer. Ja, Rüstung ist wichtig. Ich muss das schon mal anziehen. Rüstung ist echt wichtig. Und was haben wir hier Schönes? Ein Obsidianauge. Ja, der Zyklop hat immer schon eine Vorliebe für die feineren Dinge im Leben. Und was gibt es extravaganteres als ein Obsidianauge? Und hier geplünderte Opfergaben. Vertrauensselige Gläubige haben diese Wertsachen Hermes geopfert. Nur damit sie von Banditen gestohlen wurden. Ja, die bösen Banditen. Beim Quest ist was passiert. 2 habe ich fertig. Den High muss ich noch machen. Und das, ja, Level 5, das dauert noch ein bisschen. Also eine Statistik scheint es erstmal nicht zu geben. Ja, hier ist noch was. Fackel. Ja, danke. Und wir sind raus. Dann wollen wir ihm mal sein Zeug zurückgeben. Wo ist er denn eigentlich, der Junge? Ich glaube, die Fackel könnten wir jetzt wegstecken, ja.
Na, ihr Böckchen, ihr, wie geht's? Boah, hier sieht's so toll aus. Sieht echt toll aus. Wenn wir das Quest abgegeben haben, bei dem Gläubigen, dann gehen wir vielleicht mal noch zu Markus. Na los, hier, ich will mit dir reden, Junge. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. 98 Drachmen und die hungrigen Götter sind abgeschlossen. So, und hier ist immer noch das Rätsel. Oh. Sag bloß, jetzt kannst du... Ah. Jetzt sehe ich das Rätsel. Das Ostrakon-Rätsel. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Ich weiß, du bist ein Hund. Aber... Tut mir ja auch leid und so. Aber das weiche Leder ist so toll. Mm. Verzeihung. Bist du auf dem Dach, mein liebes Rätsel? Ah, hier drin. Hallo, hoch mit dir. Asche zu Asche, griechische Welt, Kephalenia, es ist leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Geh zum verbrannten Tempel im Kausos, im verfluchten Tal von Pale findest du mich in einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. Verbrannter Tempel in Kausos, sehe ich diese... Warte mal, wo sehe ich denn die? Bestimmt im Inventar. Aber wo da? Im Beutel, wa? Das ist das Auge? Nee. Ah, hier. Ah, die Dokumente. Ja. Wie die Frau aus Marmor wirst du mich finden. Oh, das wird wieder hart. Okay. Das Zeug zu finden wird wieder, glaube ich, sehr hart. Aber, nahe Quest anzeigen. Ja, Markus, das stimmt. Vorsichtig! Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Das nennst du Spaß. Genau. Dein Spaß, mein Blut. Du musst aufhören, mich in sowas hineinzuziehen, Markus. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Oh, du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie, dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut.
Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Ja, ich weiß ja nicht. Wo genau? An der Ostküste? An der Ostküste? Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Was glaubst du denn, woher diese Männer kamen? Und wenn diese Besucher nicht von Kephallenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kephallenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Na dann, mach ich mal los. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kephallenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Naja. Auge und um Auge abgeschlossen. 1625. Und Stufenaufstieg. Ein Fähigkeitenpunkt. Da lass uns mal reinschauen. Oh, ein zweite Spalte ist frei. Zeile, meine ich. Verschieße einen mächtigen Pfeil, der 290% Jägerschaden anrichtet. Okay. Na, ja, nicht schlecht. 4 Gegner gleichzeitig erfassen, ja. Zur Koryphäe im Umgang mit Betäubungspfeilen. Okay. Was haben wir hier? Kriegerfähigkeit. Zweite Duftweise, die ist fair. Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Fülle 25% der maximalen Gesundheit wieder auf. Okay, das klingt interessant. Halte deine Waffen sauber und scharf. Erhöhe den Kriegerschaden um 20% die Waffenbeherrschung. Und dann der Schildbrecher. Zerbrich kleine Schilde und richte 150% Kriegerschaden an. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Die Attentatsfähigkeit. Wirf Leonidas Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatsschaden anzurichten. Kann einmal verkettet werden. Vergiftete Angriffe brauche ich dafür. Und das ist Verschwinden. Macht nahezu für 6 Sekunden benommen. Die Benommenheit endet, wenn du sie angreifst. Ah. Ja, aber ich nehme trotzdem hier die 20%. 20% ist super. Der nächste Stufe ist, klingt auch sehr gut. Okay. Und die Quests. Den Hai. Das ist die schicken Gäste. Ja, und der Talos. Gut, jetzt sind wir natürlich Level sowieso, aber nun ja. Also, jetzt gucken wir nochmal hier rein in diese Artefakte. Alle auf der Insel glauben, hier könnte man am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See an der Küste, der Kuljadai. Die Küste der Kuljadai. Die Küste der Kuljadai. Und da ist der See. Oh, da gucken wir mal. Da gucken wir mal. Ah, das macht wieder so einen Spaß. Erstmal mein Pferdchen rufen. Wir gucken erstmal an die Kuljadai. Und wenn wir da was finden sollten, freuen wir uns. Und wenn nicht, dann freuen wir uns trotzdem. In der Nähe ist ein nicht verfolgtes Ziel. Ah, ein Schatz. Ja, hallo. Und noch ein 2 Schätze. Ja, was ist denn hier und los? Los geht's. Komm schon. Ja, das ist doch der See, wo ich
Okay, wir machen erstmal da hinab. Okay, die sind alle am Boden. Aber so tief ist das hier ja gar nicht. Okay, es geht noch tiefer. Ich wollte schon meinen. Na los. Tauch mal ein bisschen. Aha. Ein spartanischer Halbstiefel. Oh, das Blaue. Na, nimm schon. Ja, warum nimmst du das nicht? Okay. Na los, jetzt das Blaue hier. Raufbold-Rüstung. Mal noch mehr? Hallo? Da hinten? Okay, wir müssen erstmal auftauchen. Hallo, nicht an den Felsen, bitte. Ja, ich tauche erstmal auf. Komm. Ich weiß ja, Ikarus, du, ich lass dich gleich nochmal ran. Ja. Komm, Ikarus. Was hast du denn noch Schönes? Da sind Sie und das verlassene Haus. Uiuiui, das ist ja jede Menge. Ah, das sind schon die schicken Gäste, ha? Huh? Da war ich schon. Ja, da war ich überall. Lass uns erst nochmal gucken hier unter Wasser. Okay, gehen wir erstmal dahin. Na los. Wieder schöne Beinschienen. Oh, da ist noch was. Oh, wie sieht's aus? Hier ist nichts mehr, aber oben war irgendwo noch was. Da oben. Aha. Noch mehr? Schuppen, Kampfhandschuhe und Drachmen. Jetzt haben wir hier alles, oder? Und jetzt lesen wir das Ding nochmal. Oder vielleicht ist das jetzt... Vielleicht ist das ja jetzt aktiviert oder durchgestrichen oder... Der Boden muss sein. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden. Wie die Frau aus Marmor. Naja, ich habe da unten ja eigentlich alles gefunden. Man weiß es nicht. Wir sind Level 5. 14, 13, 7. Wir machen erstmal den. Und dann vergleichen wir hier mal. 4 Kriegerschaden, 4 Attentat. Okay, wir behalten den an, das ist gut. Dann haben wir hier noch 23. Ziehen wir den erstmal an. 25 ist auch gut. Der macht Kriegerschaden, der macht Kriegerschaden, der macht Attentatsschaden. Okay. Und was haben wir hier oben noch Schönes? Du bist 8. Den habe ich ja Kriegerschaden und Jägerschaden. Okay, da... Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte die Söldner-Handschuhe dort, die Arme selten... Die könnte ich vielleicht etwas erhöhen. Ja, die behalte ich erstmal. Da blinkt noch was. Ja, das kann ich noch nicht anziehen. Okay. Das läuft. Aber jetzt hier mit den... Findest du mich? Ich
Bin wieder etwas... Ich habe das Ding jetzt gefunden. Aber die Frage ist natürlich, ist da noch mehr? Na? Und... Hast du den Sprung gewagt? Kann ich hier irgendwie reinspringen? Ist hier was zum Springen? Mal gucken. Wenn ich auf die Platte gehe. Naja, aber ich war ja ganz unten. Ich war ganz unten. Aber den Sprung interagieren. Aha. Doch, so bodenloser See. Rätsel gelöst. Ach, die Statue. Alles klar. Ja, interessant. Sehr gut. Ja, okay. Also, das sind wirklich Rätsel, wo ich eine Sache finden muss. Na gut. Puh, da habe ich jetzt eine ganz schöne Session hingelegt. Und in der nächsten Folge werden wir uns wohl hier mit den schicken Gästen beschäftigen. Dann gucken wir uns, die Nachrichtentafel, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um vielleicht. Ja, ist es noch einiges zu tun auf dieser Insel? Ja, so tun wir das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen bei Assassin's Creed Origins. Und bis demnächst, wenn wir uns hier wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen.